Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror bei uns auf dem Knatschen Gaming Kanal mit mir, dem Jaro85 und natürlich der lieben Killermenti. Hallo Killermenti. Halli, hallöchen. Bist du bereit, unser Abenteuer weiterzuführen? Ja. Das ist ja schön. Du hast einen super Hall bei dir in der Stimme, aber es klingt irgendwie auch reizend. Ich weiß auch nicht. Ja, wie auch immer, wir probieren es einfach, weil wir hatten das Problem gerade schon mal, da hat uns die Aufnahme versaut. Aber wir wissen immerhin, was wir jetzt machen müssen. Und zwar den Strom ausschalten. Zack, Strom ist aus. Und jetzt müssen wir... Die Zange. Den Drahtschneider meinst du? Oder Drahtschneider. Was für ein Ding? Das ging auch gut. So, schnipp. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Genau, das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Jetzt machen wir den Strom wieder an. Und dann haben wir herausgefunden, dass hinter diesem Tor hier der Schlüssel hängt. Das sagt er auch gleich. Aber mehr haben wir auch nicht gemacht. Wir können einfach mal mit der linken Maustaste draufklicken, damit ihr das nochmal genau hört. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Mit der rechten Maustaste. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Aber man sieht ihn natürlich auch nicht. Deswegen können wir jetzt vielleicht, weil das ja auch Draht ist. Und es funktioniert. Super. Wow. Mensch, jetzt bin ich begeistert. Und jetzt gehen wir durch? Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Und? Ist erledigt. Super, Samuel. Du bist der Beste. Du sympathisches kleines Kerlchen. Und jetzt nehmen wir den Schlüssel hier vor die Tür und gehen durch. Und jetzt tschüss. Eins. Ein weiterer Schacht. Wie viele es davon hier wohl gibt? Vielleicht schaffe ich es nie wieder, an die Oberfläche zu gelangen. Wir machen uns mal keine Angst. So, wir gucken erst mal, wo wir jetzt hingehen können. Erstmal, wir gucken uns erstmal alles an. Holzkisten. Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Das kann sein, man kann es auch nicht anklicken. So, eine Stange. Stange ist immer gut. Die steckt er natürlich ein. Wir gucken uns die Stange erstmal näher an. Eine angespitzte Stahlstange. Okay, eine angespitzte Stahlstange. So. Killermenti, was schlägst du vor? Hier das Skelett angucken. Wie er wohl gestorben ist. Hat er das wirklich mit mir? Nee, das war ein Lappen oder irgendwas. Irgendwie ein Lappen oder was? Das ist ja. Ein Lappen, ja. Der Stoff ist verrottet. Aber noch immer fest. Fester, trockener Stoff. Einsturzstelle. Dieser Gang ist unpassierbar. Unpassierbar, ja. Jetzt Level 2. Großes Fass. Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer. Ja, na toll. Ist auch nicht schon. Stromkasten. Oh, na toll. Die Tür ist abgeschlossen. Selbstverständlich ist abgeschlossen. Was ist denn hier schon offen, ne? So, jetzt können wir mal gucken. Hier die Palette. Ne, auch nicht mehr. Hier geht's zum Tunnel. Aber hier geht's auch noch ein Stück weiter. So, wir können ja kurz mal hier gucken, ob der hier irgendwas verbindet. Einfach nur mal so aus Interesse. Warte mal, ich vergesse immer wieder das Messer hier rauszuholen. Zack. Zerschnippelt er das? Ne. Die Stange mit dem Seil? Ne, auch nicht. Okay, ne, hätte ja sein können. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Weil hier scheint ja nichts. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Also einen Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Gut zu wissen. Aber erstmal die Loche angucken. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Okay, die klemmt wahrscheinlich fest. Oder wollen wir sie irgendwie schieben? Wir werden sehen. Erstmal Fass angucken. Ein großes Fass voller Öl. Ja, ja. Mach mal den Lappen da dran halten. Nee, da passiert aber nichts. Warte mal, die Stange vielleicht. Nee, das Seil? Nee. Okay. Rostiger Behälter. Wir gucken uns das mal alles an. Vielleicht finden wir was. Er enthält nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. Dreckiges Wasser, aber das kann man nicht anklicken. Aufzugssteuerung. Kaputt. Das ist selbstverständlich kaputt. Das ist hier schon ganz, ne?
Einsturzstelle, die nächste. Hier ist der Fahrstuhlschacht. Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Er könnte ja mit der Hand alles aufschippen. Hm? Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Sehr beruhigend. Die Kugel nach unten schmeißen, ne. Nee, das Seil kannst du irgendwo dran binden. Ja, aber wo? Hier kann man es da nicht dran binden. Den Fahrstuhlschacht kann man auch nicht mehr anklicken. Die Stange irgendwo das ran. Das Fass wird noch wichtig. Wir gehen erstmal zum Maschinenraum. Wir haben ja einige Räume hier. Jetzt hier unten, ne? Ah, hier, guck mal. Aha. Maschinenraum. Kaputte Leiter? Ich könnte hinaufklettern, aber sie führt nirgendwo hin. Super. Nee, kann man auch nicht. Kontrolltafel. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten, aber wie? Na schön, guck mal, das ist Öl. Ich könnte versuchen, die... Ja, ich hab's schon verstanden. Riesiges Schwungrad. Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Das kann sein, weil groß genug ist das Ding ja. Aber noch weiter raus geht's nicht. Wir haben aber vorne, haben wir aber auf jeden Fall eine Strombude. Weil hier kann man auch nicht... Oh, hier ist noch was. Warte mal, hier war irgendwas. Eine Pfütze. Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Darf er den Lappen reinhängen? Nee. Das Seil da rein? Nee. Du kannst bloß das Neue alles ausprobieren, ne? Wenn man den Lappen jetzt hier mit dem Ding benutzt, dann geht ja gar nicht mehr. Hier ist es auf jeden Fall eine Pfütze mit Ölzeug dran. Okay. Mehr war hier nicht, ne? Nein. Ich hab mal geguckt. Nur die Kontrolltafel. Das Fass. Ein großes Fass voller Öl. Ja, das haben wir gerade festgestellt. Tut aber auch nichts reintränken oder so. Ich klicke aber mal, ob vielleicht irgendwas passiert, ne? Ne. Das Messer. Und es klingt aber auch nichts. Gehen wir nochmal zurück. Versuch mal diesen Stromkasten zu öffnen. Vielleicht haben wir irgendwas über hier übersehen, ne? Hier geht auch nicht. Der Lappen. Auch nicht. Das Seil ist ja sinnlos. Aber vielleicht geht das Messer jetzt hier mit dem. Ja, sehr gut. Aber wo muss hier was passieren? Herz offen. Stromkasten. Eine Menge Sicherungen und Kabel. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Eine Menge Sicherungen. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Nichts, was ich gebrauchen könnte, oder? Wenn das wirklich noch Strom drauf ist? Nee. Stromkasten. Aber der sagt da, irgendwas muss man dort machen. Weil der, durchschneiden mit Messer? Nee. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Aber der lässt sich trotzdem noch anklicken. Stromkasten, ne? Irgendeine Idee? Hast du mal mit rechts? Hm. Stoff geklickt, hier geht's nur zum Tunnel. Und hier war ja auch nicht zweiter, noch kurz mal hier zurück. Und hier alles durch. Ja, haben wir auch alles durchforstet. An der Seite auch. Hier hinten geht es ja noch zum Lager, da war ja auch nichts weiter. Ich guck mal in den Inventar, ob da ist schon was drin, was wir benutzen können. Altes Foto, genau. Ne, es funktioniert nicht. Du klickst nochmal an. Eine Menge Sicherungen und Kabel. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Noch kann er es nicht gebrauchen. Vielleicht. Ja, warte mal, unter dem Stromkabel, da waren auch noch Kabel. Mal sehen. Ne, interessiert ihn aber nicht. So, plus der Stromkasten ist aber auch ein Bild, was man noch anklicken kann. Das ist jetzt nichts, was man, wo man jetzt mehreres hat. Ne? Gut, dann gehen wir mal. Yep. Gehen wir mal zum Tunnel. Oh, dein Hall ist aber irgendwie schön. Darfst auf jeden Fall nicht zu laut reden, Clementi. Aber ist nicht schlimm. Hat das peppt das Ganze auf. Hier ist das Fass. Ah, hier die Klappe, guck mal. Klack. Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Da könnte etwas sein. Unter dieser Klappe. Da brauchen wir wahrscheinlich die Stange zum Aufhebeln. Nö.
Oder vielleicht sagt er jetzt bei dem Fass was anderes. Irgendwie muss ich das wegschieben, um an den Deckel zu kommen. Das auf keinen Fall. Jetzt ist vielleicht die Stange nehmen. Funktioniert's. Ich werde versuchen, mit der angespitzten Stange das Fass zu durchbohren. Zu durchbohren? Der will's leer machen. Und es läuft, und es läuft, und es läuft. Wie meine Nase. Ich glaube, ich hätte das Loch weiter unten gemacht, aber damit noch mehr rausläuft. So müsste es klappen. Jetzt probier das nochmal. Los, Samuel, sei stark. Super, Samuel! Das ist wirklich super. Zack, Fass ist weg. Ast rein. Eine Falltür, da kann man sogar rein. Oder nicht? Die Klappe bewegt sich nicht. So, jetzt vielleicht die Stange noch. An die Stange brauchen wir. Achso, warte mal. Die wollen wir mit dem Messer. Keiner macht er das da auf? Nee. Seil macht er dran. Und dann an die Lore. Und die Lore müssen wir irgendwie wegschieben. Ich habe ein Ende des Seils an der Klappe festgebunden. Deswegen steht die Lore rum. Ne? Ist ja logisch. Hm? Durch die irgendeine Zugkraft. Wenn Fahrstuhlschacht schmeißen oder was. Keine Ahnung. Das kann sein. Jetzt muss ich nur noch die Lore wegschieben. Okay, schieb weg. Selbst dies wird zu schwer, das kann doch nicht wahr sein. Die lässt sich nicht bewegen. Klemmt bestimmt irgendwas. Warum lässt sie sich eine Bremse lösen oder was? Hat eine Lore eine Bremse? Warum lässt sie sich nicht bewegen, die Alte? Mit den Lappen? Nee. Mal die ganze Lore angucken. Vielleicht ist ja irgendwo ein kleiner Button. Nee, aber nicht. Probier's nochmal. Nee, geht nicht. Die lässt sich nicht bewegen. Wie schiebt er den jetzt am besten weg? Gute Frage, hä? Ich geh nochmal kurz zurück. Vielleicht fällt dir da jetzt irgendwas ein hier. Im Stromkasten. Eine Menge Sicherungen. Nichts, was ich gebrauche. Nee, dann gehen wir mal in den Maschinenraum. Vielleicht können wir dort irgendwas einstellen. Ne? Ja. Kontrolltafel. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Also, aber wie? Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten, aber wie? Ja, aber wie? Eine Pfütze, eine Ölpfütze ist doch hier. Ich wollte gerade sagen, vielleicht tut er nämlich dann ein bisschen Öl, das man als Schmierzeug nehmen kann für die Lore. Wisst ihr wie? Da bräuchten wir ein Behältnis irgendwie, wo wir das da reinfüllen können. Sehen wir, was er jetzt sagt? Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Das könnte helfen, um die Lore in Bewegung zu setzen, aber wie wollen wir das jetzt transportieren? Vielleicht ist es in dem Lagerraum am Anfang. Verlässt sich da jetzt irgendwie ein Becher oder irgendwas anklicken? Das könnte sein. Ja, das ist bloß ein. Oh, mal hier mal auf die Falltür nochmal klicken. Ich glaube, passiert da irgendwo automatisch irgendwas. Nee. Die Klappe bewegt. So, rechte Maustaste. Ich habe mit rechte Maustaste mal drauf geklickt auf die Lore. Ich muss die Blockierung Ach. Lösen. Ah, da war wirklich eine Blockierung drin. Und jetzt? Los, Samuel, gib's ihr. Geh doch. Ja, bloß geht's halt bergauf. Wunderbar. Und ab. In die Falltür. Es ist wieder finster wie im, wisst schon, dunkle Ecke. Da drüben ist es zu dunkel. Ich bleibe in der Nähe des Lichts, das von oben kommt. Verständlich. Fass. Fass oder kein Hund? Fass, Killamenti, Fass. Es ist voller Öl, wie die Fässer oben. Ich brauche jetzt kein Öl. Also ich brauche jetzt kein Öl. Ist ja gut. Geht der nicht hier rum? Geht der rum, hä? Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Es geht noch weiter, es gibt noch runter. Aha. Ein sehr großes Areal hier. Jetzt ist es stockfinster.
Wahrscheinlich ist der Stromkreis kurz geschlossen. Wahrscheinlich ist der Stromkreis kurz geschlossen. Mal sehen, jetzt drückt er mal hier auf den Knopf. Ich hoffe, der überlebt das. Das sieht aus wie ein Verteilerkasten. Er lässt sich nicht öffnen. Er lässt sich nicht öffnen. Wir werden mal kurz mal eine Zwischenspeicherung machen. Genau. Weil nicht, dass wir hier irgendwie wieder sterben. Und dann wieder dastehen wie, So, okay. Er lässt sich nicht öffnen mit dem Messer vielleicht wieder. Der Deckel hat sich gelockert. Oh. Ich muss den Stromkreis schließen. Also den Stromkreis schließen. Das ist dann, also nur dann hier irgendwo dran schrauben. Zack, und jetzt haben wir den noch. Der Erde ist das, glaube ich. Nichts. Nichts, also rot, lila, grün, braun geht nicht. Wir tauschen jetzt mal die zwei um. Warum? Wie kriegt man den jetzt denn los? Also, so. Nichts. Tu mal den braun jetzt hier dazwischen, ne? Und den grünen hier dran. Auch nicht. Dann tun wir jetzt die zwei nochmal tauschen. Bin immer kein Elektriker. Auch nicht. Das rote in der Mitte. Das in die Mitte. In die Mitte geht ja nicht in der 4. Da gibt es keine Mitte. Den können wir höchstens jetzt mal hier hin machen. Ja. Endlich. Das war früher der Pausenraum, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Sicherungskasten. Ein Sicherungskasten. Den fasse ich lieber nicht an. Nee. Ein Sicherungskasten. Ja, mit dem Lappenfleisch fässt er den wieder an. Nee. Der will den einfach nicht anfassen. Hat er keine Lust zu. Generatorsteuerung. Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Vielleicht dient... Das kann sein. So, wir können mal gucken, ob hier noch was rumliegt. Außer ein Skelett jetzt, aber wir gucken sie uns trotzdem an. Wer kann das gewesen sein? Was hat er aufgehoben? Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Oh, einen kleinen Schlüssel? Bestimmt für einen Spind da hinten. Oh. Ein Buch? Interessante Gegend aber hier. Vielleicht hilft mir das, nach draußen zu kommen. Der liest bestimmt jetzt wieder 2 Wochen, oder? Nee, hat's bloß eingesteckt. Vielleicht hilft mir das nach draußen. 29. Mai. Doch. Heute ist alles glatt verlaufen. Die Schicht verlief ohne Probleme. Abgesehen von der furchtbaren Hitze hier. Schreckliche 55 Grad. Wenn wir von über Tage nicht zu trinken bekämen, würden wir alle vor Durst tot umfallen. 30. Mai. Einer der 3 Luftschächte scheint verstopft zu sein. Die Männer meinen, irgendetwas steckt darin fest. Das würde die schreckliche Hitze erklären. Ich muss heute Nachmittag zu den Luftschächten und die Sache überprüfen. 31. Mai. Etwas hat Luftschacht 2 völlig verstopft. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Hindernis entfernen können. Es ist fast in der Mitte des Rohres und ziemlich groß. Morgen werden wir erfahren, was die Hitze hier drinnen verursacht hat. 1. Juni. Heute haben wir endlich herausgefunden, was den 2. Luftschacht blockiert hat. Es war eine Leiche. Einer der 9 Arbeiter ist wohl in den Luftschacht gefallen. Noch kennt niemand seine Identität. Die Leiche muss schon ziemlich lange da drin gesteckt haben. Und das bei der Hitze hier. 15. Juni. Die letzten 14 Tage waren ruhig. Keine großen Schwierigkeiten. 18. Juni. Der alte Morton ist verrückt geworden. Man fand ihn am Ende des neuen Stollens. Er saß einfach da und starrte ins Nichts. Niemand hat aus ihm einen vernünftigen Satz herausbekommen. Er murmelte nur ständig etwas von einem Gespenst. Vielleicht hat er zu viel Gas eingeatmet. Ich ließ ihn zum Arzt bringen. 19. Juni. Heute Nachmittag hatten wir wieder so einen Zwischenfall mit einem Gespenst. So ein Unsinn. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein. Morgen früh lasse ich die Werte messen. 22. Juni. Wir haben im ganzen Stollen gemessen und nichts gefunden. Kein Gas. Aber 3 weitere Männer mussten heute über Tage gebracht werden. Niemand weiß, was ihnen fehlt. Sie erzählen den gleichen Blödsinn wie der alte Morton. Wenn das so weitergeht, wird die Mine geschlossen werden müssen. Und das wird Fuller gar nicht gefallen. 23. Juni. Heute habe ich eine ganze Stunde dafür gebraucht, diese Feiglinge zu überreden, in den Aufzug zu steigen. Niemand will in dem neuen Stollen arbeiten. Alle haben Angst vor dem Gespenst. Ich musste ihn schließen, sonst wäre keiner mit in die Mine gekommen. Tag 1.
Etwas Furchtbares ist passiert. Ich habe seltsame, verdammt seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht über mir gehört. Und dann passierte es. Ein markerschütternder Schrei und ein unglaubliches Krachen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden inzwischen vergangen waren, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der anderen Seite des Raumes und mein Mund war voller Dreck. Ich glaube, ich habe mir einige Rippen gebrochen und mein linker Arm ist so angeschwollen, ich kann ihn kaum bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand aus dem Fahrstuhlraum kriechen kann. Tag 2. Es ist sinnlos. Alle Versuche, hier rauszukommen, waren umsonst. Etwas muss auf die Klappe am oberen Ende der Leiter gefallen sein. Verdammt! Die einzige andere Möglichkeit, hier rauszukommen, ist mit dem Fahrstuhl. Aber er funktioniert nicht. Ich hoffe, dass jemand die Klappe von außen öffnet. Sonst... Ich habe Angst. Tag 3. Ich schätze, dass ich inzwischen schon seit 3 Tagen in diesem verfluchten Loch stecke. Ich habe großen Hunger, aber der Durst ist noch schlimmer. Gott sei Dank ist es hier feucht. Ich trinke das Wasser aus den Pfützen unter den Leitungen. Mein Arm schmerzt so. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Mir tut der ganze Körper weh vom Schreien, aber niemand kann mich hören. Die einzige Möglichkeit ist dieser verdammte Deckel oder der Fahrstuhl. Aber von hier aus kann ich nichts machen. Was für eine Ironie. Tag 4. Ich werde schwächer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr lange mache. Mein Arm pocht vor Schmerzen und mir gehen die Kerzen aus. Das Licht ist nur ein Geflacker. Wenn ich nicht bald gefunden werde, sterbe ich an Blutvergiftung, verhungere oder verdurste. Ohne Licht wird es noch viel schlimmer als jetzt. Ich weiß, dass dies meine letzten Worte sind. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Vielleicht einfach, wenn jemand diese Zeilen hier findet und mich über Tage bringt, bitte beerdigt mich ordentlich. Lebe wohl. Oh, so unheimlich. Spannende Geschichte. Ja, und damit ist diese Folge natürlich auch schon beendet. Es passt von der Zeit her super. In die Spinde gucken wir in die nächste Folge. Stimmt's, Kilamenti? Yep. Genau, und dann bedanken wir uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.